Herzlich willkommen bei Unkorrekt. Mein Name ist Georg Anton und das ist dieser Satire-Show, bei der Sie die Gags schreiben können. Kennen Sie Tinder? Ja? Die Dating-App, die moderne Art, sich anzustecken, dann wissen Sie auch, wieso Tinder beliebter ist als Bundespräsidentschaftswahlen. Wenn Sie einmal auf Nein wischen, müssen Sie den Typen nie wieder sehen. Früher hätte man gesagt, Norbert Hofer ist hartnäckig. Heute weiß man, das ist Stalking. Nein, Norbert, ich möchte nicht dein Facebook-Freund werden. Österreich steht nun also vor der dritten oder vierten, es ist kompliziert, Runde der Präsidentschaftswahl. Und in den Geschäften gibt es die beiden Kandidaten sogar schon als Schokofiguren zu kaufen. Ja genau, da sind die beiden. Nach dem 4. Dezember heißt unser Präsident dann entweder Norbert Gerwald Hofer oder doch Sepp Forcher. Regie, Entschuldigung, ja bitte. Es handelt sich nicht um Sepp Forcher. Ach so, entschuldigen Sie, ich höre gerade, es handelt sich nach wie vor um Alexander Van der Bellen. Entschuldigen Sie bitte die Verwirrung, es liegt wahrscheinlich an seinen neuen Wahlplakaten. Netter Mann, sicher bald auch auf einer Käsewallfahrt in Ihrer Nähe. Hofers FPÖ berichtet derzeit stolz über ihre guten Connections zu Donald Trump. An Gesprächsstoff mangelt es nicht. Trump hat ja deutsche Vorfahren. Die FPÖler hätten gerne deutsche Vorfahren. Aber Trump sollte gewarnt sein. Die letzten Staatschefs, zu denen die FPÖ gute Kontakte hatte, waren Saddam Hussein und Muammar Gaddafi. H.C. Strache weilte in Begleitung seiner frisch angetrauten Ehefrau auf geheimer FPÖ-Mission in New York. Man traf den Trump-Berater Michael Flynn. Weitere wichtige Meetings hatten die beiden mit den Herren Michael Kors, Manolo Blahnik und Louis Vuitton. Norbert Hofer erhofft sich durch den Sieg von Donald Trump Rückenwind. Trump wird ja im Jänner als US-Präsident angelobt werden, obwohl Hillary Clinton bei der Wahl eigentlich mehr Stimmen bekam. Und genau so stellt sich das auch Hofer vor. Alexander Van der Bellen sieht in Donald Trumps Sieg, Zitat, einen Weckruf. Und das ist auch gut so, denn wer Van der Bellen zuhört, kann einen Weckruf immer gut gebrauchen. Beide Kandidaten streiten sich jetzt besonders um die ÖVP-Klientel. Und so viel Aufmerksamkeit sind die gar nicht gewohnt. Das letzte Mal, als ÖVPler so intensiv umworben wurden, war 1995. Beim großen Burberry-Winterschlussverkauf. Im Kampf um die ÖVP-Wähler sah man Van der Bellen bei Erntedankfesten, Käsemärkten, Wallfahrten, ja sogar beim Bundesheer und sogar im Trachtenjanker. Sein Team hat alles genau geplant. Falls es noch eine Wahlwiederholung gibt, kommt er im Jänner mit Pröllfrisur zum Jägerball. Van der Bellen hält es eben mit Winston Churchill, der sagte, wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer es mit 70 noch immer ist, hat keine Chance, österreichischer Präsident zu werden. Derweil setzt Hofer bei den ÖVPlern auf Donaumonarchie und Kronländerfantasien. Das heißt, er steckt noch viel weiter in der Vergangenheit, als wir geglaubt haben. Er will gar nicht Präsident werden, er will Kaiser werden. Und unter den international schwachen Ostländern fällt es Hofer natürlich leicht, den Chef zu spielen. Oder wie das Sprichwort sagt, unter den Blinden ist der einbeinige König. Viel erfolgreicher als Hofer war das Team Van der Bellen im Einsammeln von Spenden. Aber das ist logisch, die arbeiten normalerweise für Greenpeace und Vier Pfoten. Van der Bellen selbst erklärt gerne, dass seine Kampagne, Zitat, von einer breiten Bewegung getragen ist. Besonders breit sind übrigens seine Fans bei der Grünen Jugend. Ich glaube ja, dass hinter Van der Bellen der österreichische Tourismusverband steckt. Das erklärt die geheime unterschwellige Botschaft auf seinen Wahlplakaten. Österreich gemeinsam ansehen. Norbert Hofer nennt VDBs Unterstützer oft die Hot Volley. Aber bitte, Herr Hofer, Hot Volley, Hot Volley. Hot Volley, das H ist stumm. Natürlich zeichnet sich hier eine Spaltung der Bevölkerung ab. Van der Bellen ist der Kandidat der attraktiven, glücklichen Gewinnertypen. Hofer ist der Kandidat von Herbert Kickl.
Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um über Gott zu reden. Gott, den allmächtigen Schöpfer des Himmels, der Erde und der FPÖ. Alexander van der Bellen hat angekündigt, er könne sich gut vorstellen, im Falle seiner Wahl wieder in die Kirche einzutreten. Ja, nice try, aber ich glaube nicht, dass Gott sich für so einen krummen Deal hergibt. Normalerweise bekommt er für sowas eine Kathedrale. Auch Norbert Hofer sucht die Unterstützung von ganz oben. Er plakatiert sogar, so wahr mir Gott helfe. Unklar ist noch, zu welchem Gott er betet. Thor oder doch Odin? Falls Gott oder die Götter Hofer bei der Wahl aber doch im Stich lassen sollten, sammelt er bereits Beweise für eine Anfechtung beim letzten Gericht. Die FPÖ-nahe Zeitung Wochenblick titelte am 15. September tatsächlich, wirklich so. Ja, seit September übrigens auch der offizielle Wikipedia-Eintrag für scheinheilig. Falls Sie, meine Damen und Herren, für diese Wahl, so wie ich, Anleitung in der Bibel suchen, möchte ich Sie daran erinnern, Luzifer ist jener, der einst Flügel hatte, aber dann vom Himmel fiel. Jesaja 14, Vers 12. Und sehet, da verbannte Gott Luzifer zur Strafe in das Südburgenland. So steht es geschrieben. Weiter geht's im nächsten Video.